So, jetzt geht's erstmal los. Klasse 2 Segelfahrzeug. Günter Pöhl geht in Führung. So, der Startnummer 252. Mike Becker. So, und dann möchten wir alle Teilnehmer der Jugendlangstrecke, bitte zur Rennleitung. Wie gesagt, auf die neueste Cross-Sport-Zeitung hatte ich ja eben schon mal hingewiesen. Alles aktuelle Informationen und so weiter in der neuesten Cross-Sport-Zeitung. Direkt von Bernd Eckert oder bei Bier Speedparts, der ja auch unten mit seinen Angeboten steht im Fahrerlager. Ebenfalls auf unsere Befestigungsstände möchte ich darauf hinweisen, auf die Herbstflügel, die gerade eben eintreffen, oder auch oben. Beim Rennen tragen kann. Veit hat das da oben wunderbar wieder aufgebaut, sodass da also der eine oder andere nochmal eine neue Kappe mit Top-Angeboten sich abholen kann. Klasse 2, leider nur 5 Fahrzeuge. So, Klasse 5, die Klasse 5 und die 10. 5 und die 10 bitte sofort an den Vorstart. 5 und 10 bitte umgehen an den Vorstart. Für den Langstreckenteilnehmer bitte zu ändern. Von Mike Krüger. Eine Riesenlücke. Torben Zupke sein. Der Einzige kommt. So, Mike Krüger kommt da etwas näher heran an den Günter Pöhl. Angriff hier hinten, da geht die 251. Das ist Eckart Roland vorbei an der 215. Dennis Berg. Ja. So, Mike Krüger in Angriffsnähe. Aber das war es dann. Günter Pöhl gewinnt diesen Lauf. Vor Mike Krüger wird er die 278. Torben Tietke. Vierter Eckart Wohlert. Oder 215.